Ja, herzlich willkommen hier im Haus Esters in Krefeld, einem der drei Spielorte der Kunstmuseen Krefeld. Wir befinden uns hier in unserer aktuellen Sonderausstellung von Sharon Yaari, einem israelischen Fotografen, der hier gerade seine erste Einzelausstellung in Deutschland zeigt. Mein Name ist Magdalena Holzhey. Ich habe Sharon Yaari eingeladen, hier diese Ausstellung zu machen und bin auch nicht alleine hier. Ich bin Sandra Franz, Leiterin der NS-Dokumentationsstelle und wurde eingeladen, hier mit Frau Dr. Holzhey über die Bilder zu sprechen. Ja, und wir befinden uns jetzt hier vor einem der kleinsten Bilder in der Ausstellung, einem ganz besonders interessanten aus mehreren Gründen. Und ja, es ist auch, dieses Gespräch ist spannend, weil wir ja aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln auf diese Bilder gucken, nämlich du eher aus einem historisch-gesellschaftlichen, ich eher aus einem künstlerischen, aber gerade im Werk von Sharon Yaari mischen sich diese beiden Bereiche ja sehr, sehr stark. Genau, wenn ich das richtig im Kopf habe, hattest du gesagt, hat das zufällig gefunden, dieses Bild. Man sieht auch, hier ist ja tatsächlich auch ein Fehler drin, da kommen wir gleich noch in der Interpretation drauf, da kann man auch ganz spannende Sachen noch mit reininterpretieren. Wir haben hier auf jeden Fall jemand, der in den 30er oder 40er Jahren, ich würde tippen eher in den 30er Jahren von der Optik her, nach Palästina eingewandert. Also so ist das Bild zumindest betitelt, das heißt Immigrantin 1933. Also so viel wissen wir, aber mehr wissen wir auch nicht. Ich habe noch nicht mal, ich bin ja keine Spezialistin für Kleidungskunde, aber da habe ich es richtig eingeschätzt, das freut mich. Genau, und meine erste Assoziation damit, und da sind wir eher im historischen Bereich, ist der Bereich der sogenannten Jecken. Etwas, was wir hier am Niederrhein und im Rheinland eher mit dem Karneval in Verbindung bringen. Es hat auch im Grunde seinen Ursprung da, ist aber ein Ausdruck, der benutzt wurde in Palästina, vor allen Dingen von Einwanderern, die in den Wellen davor gekommen waren, ursprünglich aus Osteuropa, für jüdische Menschen aus Österreich und Deutschland, die nach Palästina gekommen sind. Und die hatten so einen gewissen Ruf von, naja, dass man sehr verwurzelt war in diesem mittelständischen, gesellschaftlichen, so ein bisschen Etepetete, dass man sehr bürgerlich war, nicht vorbereitet auf dieses Leben, was jetzt im Grunde im Palästina und später neu gegründeten Staat Israel sehr viel mit körperlicher Arbeit zu tun hatte. Und es gibt, das ist ein leicht spöttischer Begriff, der teilweise aber eben auch von Immigranten und Immigrantinnen selber verwendet wurde, der seinen Wortursprung vielleicht sogar in dem Wort Jacke hat. Da ist man sich nicht ganz einig. Aber dass man eben sagt, die Personen waren so in ihren bürgerlichen Vorstellungen verankert, dass sie beim Arbeiten ihre Jacken nicht ausgezogen haben. Sharon Yaari arbeitet ja, wenn er mit solchen historisch-gesellschaftlichen Bezügen arbeitet, eigentlich immer sehr subtil. Also er legt die nicht vollständig offen, aber natürlich gibt er diesem Bild den Titel Immigrantin 1933 und sofort ist der historische Kontext sozusagen, entsteht ja in unserem Kopf. Es geht ja gar nicht anders. Das Spannende an dem Bild jetzt aus, sagen wir mal, künstlerisch-fotografischer Sicht ist tatsächlich, er benutzt ein gefundenes Bild. Es war aber ganz, ganz klein. Also kennt man ja selber noch von den Familienfotos aus dem Album der Großmutter, winzige Abzüge, und vergrößert das sehr stark. Also bei diesem Prozess des Vergrößerns entstand dieser Fehler, dieses Schwarz, also dieser Schleier eigentlich, der sich über das Gesicht der Frau schiebt. Und in dem Moment wird das Bild für Sharon interessant. Und es ist natürlich auch für mich besonders interessant, weil es ja die Identität der Dargestellten für immer verbirgt. Also die Identität dieser Immigrantin, wir wissen nichts über ihr Leben. Er weiß auch nicht, wer die gewesen ist. Wir werden es nie erfahren. Und diese Schwärze dieses fotografischen Fehlers wird eigentlich zum bestimmenden Element des Bildes, weil es sozusagen die Geschichte verhüllt, oder wir wollen ja die ganze Zeit hinter den Schleier gucken und erfahren, was mit dieser Frau denn jetzt passiert ist und wie die wohl aussah, werden es aber nie erfahren. Und ich glaube, genau das ist auch das, was eben diese aus historischer Sicht diese Geschichte ausmacht, weil natürlich hinter diesem spöttischen Begriff Jecke auch ein Misstrauen gegenüber Österreich und Deutschland in den 1930er Jahren steckt und in dem Fall auch diejenigen, die nach Palästina auswandern, zeigen müssen, wie schnell sie sich auch assimilieren können. Etwas, was sie im Grunde in Deutschland auch gezwungen waren zu tun. Also das jüdische Bürgertum in Deutschland war hochgradig assimiliert. Und jetzt kommen diese Menschen in ein neues Land und sind da auch wieder gezwungen, sich sehr anzupassen. Und da ist die Frage, was bleibt von der eigenen Identität über?
Und ich finde gerade dieser schwarze Schleier zeigt das ganz schön. Einigen gelingt es sehr gut, eine eigene Identität zu entwickeln. Und andere sind dann eben gezwungen, sich so sehr anzupassen, dass dann nicht mehr viel von einem selber übrig bleibt. Und das finde ich ganz, ganz spannend. Ja, und das ist eigentlich auch typisch für ihn, also für die Arbeiten von Charron. Man kann diese Geschichte auf die Art da hineinlesen, aber natürlich muss man das auch nicht. Man kann das auch als ein Bild nehmen, was sozusagen steht für eine allgemeine menschliche Situation, für etwas Existenzielles, die Frage nach unserer Identität, nach der Erinnerung natürlich auch, die in so einem Foto steckt oder auch nach der Möglichkeit der Fotografie überhaupt Wahrheit zu transportieren. Also bei ihm ist es eigentlich immer so, dass man eben ganz viele Ebenen hat und das macht das auch so spannend, weil eigentlich jedes Bild uns als Betrachter, Betrachterin auffordert, auch eine eigene Geschichte mit den eigenen, mit dem eigenen Wissen und mit den eigenen Ideen dazu zu erzählen. Mhm.